Die kurze Sommerpause ist für die Kapfenberger Fußballer zu Ende. Kapfenberg-Trainer Kurt Ruß hat mit den Falken die Vorbereitung für die neue Saison aufgenommen. Wir haben uns ein bisschen im Feckede-Stadion umgeschaut und ein paar Interviews eingefangen. Kurt Ruß ist als Kapfenberg-Trainer zurückgekehrt, ist jetzt Cheftrainer. Was war denn der Beweggrund? Ich wollte wieder in die erste Reihe und ja, und da habe ich die Möglichkeit, wieder vorne zu stehen und was zu bewirken und ja, auf die Aufgabe freue ich mich schon. Ja, und das ist ja keine leichte Aufgabe, aber wenn man in Kapfenberg was macht und es trägt Früchte, dann ist man im Blickfeld. Ja, das auf jeden Fall. Es wird sicher nicht einfach, eh schon, wie du gesagt hast, aber ich glaube einfach, wenn alle zusammenhalten, ist es halt wichtig, dass alle auf einen Strang ziehen und wenn wir das zusammenbringen, dann ist sicher vieles möglich in Kapfenberg. Ja, die Kaderplanung, die läuft ja noch, aber eins kann man schon sagen, es wird eine ganz junge Mannschaft um Kapitän David Senscher. Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass der David, den jeder kennt, der will auch noch mal was beweisen und so wie es bei uns ist, auch das Trainerteam ist jetzt neu mit mir und mit Bitti und ja, wir sind voller Tatendrang und ich hoffe, dass man das dann gleich am Platz dann erkennen kann. Was für eine Chance gibst du die neue zweite Liga? Das muss man erst sehen, ich bin selber nicht ganz überzeugt, dass das so ein guter Wurf ist, aber man wird sehen, wie das Ganze dann abläuft, aber ob das wirklich dann das Wahre ist, das will ich bezweifeln. Ja, und der Kurtl Ruß hat ja sehr viele Freunde in der Steiermark, überhaupt da im Obermürztal. Ich glaube, da werden auch wieder einige Zuseher wegen dir kommen. Nein, wegen mir bei uns nicht kommen, sie sollen kommen wegen der Mannschaft und dass wir einen frischen Fußball spielen und ja, ich hoffe, dass wir sehr viele Siege daheim einfahren, weil das ist das Wichtigste, für das gehen die Leute am Fußballplatz und ja, mir würde es wirklich freuen, wenn sehr viele Zuschauer kommen. Werden auch ein paar Legionäre installiert, weißt du was? Ja, die Legionäre ist einfach so, unser Stürmer, der Rangel, wird sicher Kapfenberg verlassen. Ob wir dann noch was kriegen, kann ich echt noch nicht sagen, wir müssen auch aufs Budget schauen. Steht noch in den Sternen. Erfreulich, die Falken wollen einen steirischen Weg gehen mit jungen Eigenbauspielern, mit Talenten aus der Region, aus der Steiermark und mit einigen Routinees. David Senscher hat mit dem neuen Trainer Kurtl Ruß, man muss sagen mit dem neuen alten Trainer Kurtl Ruß, das Training für die neue Saison aufgenommen. Wie schaut es aus in Kapfenberg? Ja, natürlich in den ersten Tagen wird einmal alles organisiert. Der Kader wird zusammen, also die kommen neue zusammen. Das werden wir jetzt da natürlich erst so richtig losstarten, wenn wir erst nächste Woche, da ist mehr so die Findungsphase, die ersten Tage. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon komplett und ja, wir geben Gas und schauen, dass wir eine gute Mannschaft und eine gute Vorbereitung machen. Wichtig ist ja die richtige Mischung für die Kaderstellung. Man braucht ein Gerippe, man braucht ein paar Routinees und man hat aber auch viele Junge dabei und Kapfenberg ist ja bekannt für eine gute Ausbildung. Ja, auf jeden Fall. Also es werden jetzt sehr viele Junge werden die Chance kriegen. Junge Spieler, die in der Vorsaison schon da waren, die jetzt da bleiben, werden natürlich größere Aufgaben haben wir jetzt auch. Natürlich, meine Aufgabe ist klar, ich werde schauen, dass ich die Jungen führe, dass ich ihnen viel mitgeben kann und helfen kann. Aber auch die Jungen, die schon Spielpraxis sammeln durften jetzt im Vorjahr und natürlich, die werden auch mehr gefordert werden und auch ein paar müssen da ein bisschen eine führende Rolle auch einnehmen. Und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Was hältst du von der Zusammenstellung der neuen Liga, der neuen zweiten Liga? Ja, es ist natürlich mit dem Wegfall des TVs und der Fernsehgeschichte ist natürlich nicht mehr so, sage ich mal, lukrativ. Was heißt lukrativ? Schweres Wort zu finden. Sage ich mal, man wird nicht mehr so gesehen, sage ich mal. Aber es ist schon eine große Chance auch für die Jungen, weil es wird sicher sehr viel geschaut auf die Liga auch, weil es eben für junge Spieler gibt, die für die Bundesliga halt sie empfehlen. Und deswegen kann es natürlich eine gute Geschichte sein, aber es wird die Zeit einfach bringen. Man muss schauen, wie das läuft. Der Dani Radzic ist ein junger Kapfenberger Spieler mit Kapfenberger Ausbildung, hat schon einige Mal jetzt in der Kampfmannschaft gespielt in der abgelaufenen Saison und will natürlich zum Stammspieler werden. Genau, du sagst es richtig. Ich will an meine Vorsaison will weiter anknüpfen, Spielpraxis sammeln, Stammspieler werden, wie du sagst. Und ja, mein Bestes geben, der Mannschaft helfen. Und dann werden wir sehen, wie der weitere Weg ist.
Ja, der weitere Weg ist ja offen, aber hast du einmal angedacht, dass du einmal vielleicht noch höher raufkommst, über Kapfenberg drüber, vielleicht in die höchste Liga? Ja, natürlich. Ich glaube, jeder junge Spieler, der was Profi werden will, denkt darüber nach, irgendwann einmal in der österreichischen Bundesliga oder auch im Ausland zu spielen. Das ist natürlich mein Ziel, dass ich mich da weiterentwickle in Kapfenberg, meine Spielpraxis sammeln und dann den nächsten Schritt in die Bundesliga schaffe. Ja, und man sieht es ja, Michi Gregoritsch, der ist ja die Kapfenberger Schule gegangen im Fußball und der hat in der abgelaufenen Saison 13 Tore in der höchsten deutschen Bundesliga geschossen. Genau, ja, Michi Gregoritsch ist, glaube ich, das beste Beispiel da in Kapfenberg. Ich glaube, mit 16 Jahren hat er seinen ersten Bundesliga-Treffer sogar gehabt und dann, ja, er hat sich durchkämpft, auch gearbeitet, so wie jeder Junge, auch nie an seine Ziele zweifelt und an sein Können zweifelt und ja, jetzt hat er es geschafft, super Kicker, kann ich nur gratulieren. Ja, ich glaube, das soll jeder junge Spieler als Vorbild haben, der was da in Kapfenberg vielleicht ist, dass der Weg von Kapfenberg auch international, also Augsburg nach Deutschland geht. Jetzt schauen wir mal. Noch ist es ruhig im Falkenhorst, aber bis zum Saisonbeginn am 28. Juli haben die Fans noch Zeit, sich Saisonkarten zu besorgen. Die Vorbereitung ist hart und die jungen Fußballer brauchen in einer schwierigen Zeit die Unterstützung der Fans. Wir sehen uns bei den Heimspielen im Franz-Fekete-Stadion. Alles Gute für die neue Saison.